Notruf in der Ruhrpottwache. Eine junge Frau bittet verzweifelt um Hilfe, weil sie ihre Mutter verletzt und benommen aufgefunden hat. Polizeioberkommissar Toni Gonzales und Polizeikommissarin Lisa Stein fahren zeitgleich mit einem Rettungswagen die Gaststätte mit dazugehörigem Hotel der Vermissten an. Hallo? Hallo. Sie sind... Das ist meine Mutter. Ja, was ist passiert? Ich habe sie aufgefunden, da vorne am Boden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist irgendwie hinten, hat sie eine Platzwunde. Ja. Weißt du, sie wird, glaube ich, niedergeschlagen. Hier. Genau. Hallo. Was ist mit den Leuten? Die sind die Täter schon weg? Nee, das sind Gäste, die sind schon seit gestern da. Hallo? Die haben damit nichts zu tun? Nee. Die Beamten wollen dennoch überprüfen, ob die seit Stunden feiernden Gäste die Wirtin niedergeschlagen haben. Denn nach Angaben des Sanitäters ist die Platzwunde aufgrund eines Schlags entstanden. Vorsicht, das Bild. Ja, wenn die Scheiße drin ist, wenn jemand geht? Alter. Ja, Alter, da bist du zu. Ey, ist das für die Gäste, oder was? Ja, Einsätze in Verbindung mit so stark alkoholisierten Menschen sind immer sehr schwierig. Man kann die oft nicht richtig einschätzen. Die sind sehr launisch. Es ist auch ein Stück weit gefährlich, weil man halt nicht weiß, wie die reagieren. Also immer sehr undankbar und ich sag mal, sachliche Argumente helfen da auch nicht. Also muss man schon sehr rigoros mit denen umgehen. Aber die haben mit der Sache nichts zu tun, oder? Haben die ganze Tag im Theke einfach leer gesoffen. Aber die haben wahrscheinlich nichts gemacht. Ja, aber sie sind ja später gekommen, oder nicht? Sie sind später gekommen, meine Mutter lag da schon. Die Polizisten wollen durch die Befragung der Verletzten ermitteln, ob die betrunkenen Männer tatsächlich unschuldig sind. Noch ist unklar, warum die Wirtin überhaupt niedergeschlagen wurde. Kann ich Ihnen kurz ein, zwei Fragen stellen? Ist das möglich? Ja. Ja? Das hat von eurer Seite auch. Ja. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur meine Gaststätte sauber gemacht und irgendwie habe ich dann irgendwie was auf den Schädel gekriegt. Ich bin zusammengebrochen, ich weiß nicht. Standen Sie, saßen Sie, wissen Sie das noch? Ich stand. Okay, weil der Hocker, der liegt da so auf dem Boden. Sind Sie nicht gestürzt? Ich hab an der Theke rumgewischt. Okay. Ich weiß aber auch nicht. Weißt du, wer das war? Haben Sie eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Ich habe gar nichts gesehen. Was ist mit den beiden Besoffenen da? Die, haben die was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Besoffenen gesehen. Ich habe gar niemanden gesehen. Dann gute Besserung schon mal. Und wir gehen mal schnell noch mal reingucken, ob wir irgendwas rauskriegen. Die kriminaltechnische Untersuchung wird die Gaststätte noch inspizieren, um Hinweise auf den Täter zu erhalten. Die Streifenbeamten ermitteln, dass vertrauliche Daten gestohlen wurden. Ist ja eingefallen. Alles verwüstet. Ist da was weggekommen? Konntest du das beurteilen? Jetzt aufs Gröbste jetzt eigentlich nicht. Ja. Die Gästeliste liegt hier. Ja, fassen Sie mach die Kollegin mal. Okay. Aber das ist die Gästeliste, von der Sie gerade gesprochen haben. Ja, ja, als ob was rausgerissen worden ist. Ja, wir gucken mal. Das wäre gut, weil... Der Laptop, was ist da drauf gewesen sonst? Da sind eigentlich die Gästelisten nochmal in PC-Form drauf, aber... Der ist ja ganz Schrott, den kann man nichts mehr anfangen. Die Polizisten wollen die Daten im Laptop durch die KTU wiederherstellen lassen. Da lediglich eine Seite der Gästeliste fehlt, haben die Beamten einen Anfangsverdacht. Jemand wollte seinen Aufenthalt im Hotel vertuschen oder an die Adresse eines Gasts gelangen. Aber also hier sind keine Wertsachen? Nein, oder oder wissen Sie es vielleicht nicht? Also Sie kennen sich eigentlich auch hier aus. Also ich arbeite hier als Aushilfe, immer helfe meiner Mutter. Also Wertsachen haben wir nie, Wechselgeld und Safe. Sie den Laptop auch nicht mitnehmen, ist ja auch ungewöhnlich. Ne? Also das ist ja merkwürdig. Ja, die haben irgendwas konkret. Okay, die müssen auf jeden Fall damit, wenn die es rausreißen extra. Polizeioberkommissar Toni Gonzales ermittelt, dass das Lokal Video überwacht wird. Die Beamten erhoffen sich, den Täter auf der Aufnahme zu erkennen. Und tatsächlich ist die Tat deutlich zu sehen. Wow. Oh Gott, ja. Ja gut, Sie müssen sich das auch nicht angucken, ne? Ja. Ich gehe ins Büro, ja, eindeutig. Ja, wir hatten ja vor Ort die Möglichkeit, uns ein Überwachungsvideo anzuschauen, wo die Tathandlung genau mit gefilmt wurde. Und auch der Täter ist für uns natürlich Gold wert, auch fürs Gerichtsverfahren später. Es machte mir den Anschein auf dem Video, als ob es sich um eine ganz gezielte Tat einmal gegen die Wirtin handelt und dann auch, dass die Person ganz gezielt in die nächsten Geschäftsräume gegangen ist. Haben Sie irgendeine Idee, irgendjemand, mit dem Sie vielleicht mal Stress hatte oder irgendwas, was Ihnen noch einfällt? Ich weiß es nicht. Der Einzige, der mir jetzt einfallen könnte, wäre der Leon Dormann. Das ist zwar ein Kellner bei uns. Der hat öfters mal Probleme gemacht und ist halt sozusagen leicht reizend. Aber ich
weiß nicht, ob der, weil ich weiß nicht, was er dann hier wollen würde, ob das eine Rache wäre. Er hat schon öfters mal jemanden geschlagen und auch schon sich oft mit Gästen angelegt. Also er war deswegen hat meine Mutter ihn auch rausgeschmissen. Der ist ein Kellner aktuell. Also er hat ihn rausgeschmissen. Wie heißt der? Leon Dormann. Okay. Ich würde gerne mal kurz versuchen, meinen Bruder anzurufen. Ja. Weil ich krieg den nicht hin. Ich will ihn unbedingt mitteilen, was hier überhaupt los ist. Ja. Haben Sie mehr Geschwister oder? Nur mein Bruder. Der ist 18 geworden. Der sollte auf jeden Fall auch Bescheid wissen, was mit seiner Mutter ist, ne? Box aus. Okay. Das dritte Mal schon. Sie können ja gleich noch vom Auto aus versuchen. Wäre schon wichtig, dass er es von Ihnen erfährt. Ne? Ja, das sowieso. So, dann warten wir am besten draußen. Dann können wir die KTU gleich einweisen. Wie lange die ungefähr brauchen? Auch der Bruder der Melderin wird die Gewaltbereitschaft des Täters noch zu spüren bekommen. Die Polizisten verdächtigen den Ex-Kellner. Er hat ein Motiv: Rache für seine Kündigung. Die Kriminalisten Eckhard Greitner und Dirk Ahrens haben in der Strafakte des Mannes zudem Indizien ermittelt, die ihn belasten. So, Herr Dormann, Folgendes. Was ist denn hier überhaupt los? Ich will Ihnen jetzt mal erklären. Und zwar sind Sie festgenommen worden aus dem einfachen Grund, weil Sie im Verdacht stehen, möglicherweise Ihre ehemalige Chefin aus dem Hotel hinterrücks umgeschlagen zu haben. Ja, wollte ich jetzt sagen. Und eine Gästeliste rausgerissen zu haben. Genau, und eine Gästeliste aus dem Verzeichnis von dem Hotel. Nein. Entwendet zu haben. Nicht, nein. Wie? Ja, nur weil ich ganz wesensfremd ist ihm das ja nicht. Ja, nur weil ich einmal was gemacht habe und verfolgt mich das jetzt meinen Rest meines Lebens, oder wie? Die Gefahr besteht durchaus, aber es liegt an Ihnen. Ja, ich war das nicht, definitiv nicht. Ja. Was ist da überhaupt passiert? Das sagt ja jeder. Dummerweise ist genau die Woche aus der hoteleigenen Gästeliste entwendet worden, also quasi die Seite rausgerissen worden, in der genau das stattgefunden hat, als Sie sich mit dem da rumgeklopft haben. Ja, was soll ich damit? Die Vermutung der Kommissare, der Vorbestrafte wollte die Anschrift des Gastes herausfinden, um sich an ihm zu rächen. Immerhin war er wegen der Körperverletzung an dem Mann 4 Monate inhaftiert. Dirk Ahrens prüft, ob der Ex-Kellner zur Tatzeit, wie angegeben, bei einem Freund war. Der Kriminaloberkommissar erreicht den Zeugen jedoch nicht. Dennoch scheint die Beweislage eindeutig. Hi, das ist unser. Ich konnte ausgewertet werden durch den KTU. Ach. Wir haben jetzt die fehlende Kalenderwoche 21. Voilà. Ja. Johannes Wils, das ist doch der, um den. Er hat zwar gesagt, irgendwas mit einem anderen Vornamen, genau, so ähnlich wie Johannes, aber das wird der Wils sein. Das ist doch sein Gegenüber. Und wenn du hier guckst, ne? 98, 91, 9, der ist der älteste von allen. Komische Sache. Ja, aber das ist ja schon seltsam, was genau er auf dieser Liste ist. Er war sein Pendant, ja, und jetzt genau die Liste fehlt. Schon er wieder weiß ein Zufall. Nichts. Schon wieder ein Zufall. Geh doch mal rüber, ruf mal die Akte von dem Wils auf und versuch den mal anzurufen. Vielleicht den Vorgang kriegst du ja gezogen. Ja, dann hol ich mir mal. Vielleicht kann der uns ja was dazu sagen. Dann versuche ich nochmal den Arbeiter hier, den Kumpel anzurufen, den Jörg, ob der mittlerweile vielleicht da ist. Trotz der erdrückenden Beweislast nimmt der Fall für die Polizisten eine Wendung. Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens hat stichhaltige Auskünfte ermittelt. Ich war es definitiv nicht. Was soll ich mit dieser Liste? Da hat er recht. Er hat recht, womit? Ich habe den Jörg telefonisch erreicht. Ja. Er war tatsächlich da und auch den Wils. Sag ich doch. Den Wils hast du erreicht? Der ist auf Auslandsgeschäftsreise, der war überhaupt nicht da. Also tatsächlich hat er sich wohl gebessert, der Herr. Ja, da denkst du schon, du hast ihn, dann springt er aus dem Kasten. Ja, da haben Sie Glück gehabt, mein lieber Herr Dormann. Dann Herr Dormann. Sorry? Ja, Sie machen auch nur den Job. Ne? Also von genau so ist das. Das ist nett, dass Sie es einsehen. Die Kripo-Beamten vermuten, dass der noch unbekannte Täter einem der Gäste von der gestohlenen Liste etwas antun könnte. Gemeinsam mit der Melderin ermitteln sie ein mögliches Opfer. Nein. Schon mal gehört den Namen? Kennen Sie da jemanden von? Oder? Das sind alles Freunde von meinem Bruder. Ach. Ja, weil der hatte in der Woche hatte der Geburtstag und hat seinen 18. dort gefeiert bei uns. Das sind wahrscheinlich alle die bei uns übernachtet haben. Da und Essen, Bochum, Krefeld, Duisburg, nicht. Düsseldorf, Essen. Duisburg? Der wohnt in Duisburg und übernachtet in Duisburg. Und übernachtet. Hat er eine Freundin, von der keiner was wissen darf? Oder warum das macht er das? Weiß ich nicht. Also ich kenne die halt alle nicht. Schassberger. Das ist aber schon ein bisschen seltsam, oder? Schassberger. Wenn der Geburtstag in Duisburg ist und er übernachtet dann bei Ihnen. Ja. Ja, kennen Sie den Schassberger? Bruder, den kennen Sie auch, oder was? Nee, jetzt nicht so vom Namen. Also mein Bruder könnte da vielleicht weiterhelfen, aber ich habe den halt noch gar nicht erreicht. Ihren Bruder? Ja. Ich könnte es vielleicht noch mal probieren, aber das ich kann es Ihnen jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich kenne die Leute jetzt nicht. Das wäre aber vielleicht interessant, da können wir mal gucken, was der dazu sagt. Andreas?
Wo bist du denn? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Sagen Sie mal, das über die Kripo. Ja, ich weiß, mein Handy schwimmt total. Ich bin bei Chassis auf der Grillparty. Ja, Andreas, ich bin aber bei der Kripo. Ich müsste dir so viel erzählen. Heute ist sowas Schlimmes vorgefallen. Hier ist irgendein Spinner, der macht gerade total Stress. Ja, wo bist du? Ich habe total schlechte Verbindung. Was ist denn da im Hintergrund? Weg. Ja, zunächst war uns erstmal gar nicht klar, wer soll denn dieser Chassis sein. Aber ein Blick auf die Liste ließ dann schon den einen oder anderen Rückschluss zu. Denn es gab tatsächlich eine Person mit dem Namen Schassberger, Chassis. Ich denke, das passt zusammen und aufgrund dessen haben wir uns auf den Weg gemacht. Denk mal, fahren wir mal dahin. Oder fahren wir mal hin, das nehme ich mit. Nach Einschätzung der Kommissare kann es sich bei dem unbekannten Angreifer um den Mann handeln, der die Wirtin niedergeschlagen hat. Auf diesem Wege könnte er an die Adresse seines Opfers gekommen sein. Auch an diesem Einsatzort treffen die Ermittler auf einen Verletzten. Guten Tag, was ist denn mit Ihnen? Gut, dass Sie endlich da sind. Jetzt. Kennen Sie ihn? Ja, das ist der Freund von meinem Bruder. Das ist ein Arzt. Geht ihr vielleicht ins Haus nochmal gucken, oder? Geht, danke schön. Das ein Arzt? Nein, das geht, es geht. Wo sind die denn? Die sind da, wir haben normal eine Grillfete. Guckt ihr mal, ob da noch jemand drin ist? Ja. Wollten grillen, danke. Haben etwas getrunken und auf einmal kam einfach ein Vollidiot und der ging auf Chassis los und hat den gewürgt und ich hatte solche panische Angst, dass er auch auf mich losgeht. Wer wollte denn hier alles grillen? Ich mit ein paar Kollegen, mit dem Andreas und mit dem Chassis, wir haben uns da hingesetzt, haben ein bisschen was getrunken. Und der Andreas ist jetzt auch weg, oder? Der Andreas ist mit dem Rad hinter ihm her. Die Polizisten erfragen von dem jungen Mann die Fluchtrichtung des Unbekannten. Der Fremde hat den Gastgeber der Party offenbar verschleppt. Der Verdacht der Beamten? Der Angreifer will dem Entführten etwas antun. Da liegt jemand, ne? Hey, das ist ihr Bruder, sagt sie. Was ist mit dir? Hey, ja. Holst du mal. Da kam so einer. Kannst du dich hinsetzen? Ja, vielleicht. Ego, 1431. Geht's? Was ist passiert? Ja, was ist los? Da kam so einer zur Chassis Grillparty. Ja, wir hier RTW und er hat ihn einfach entführt und schützt ihn. Wen hat er geführt? Die Chassis hat er entführt. Person ist ansprechbar. Ich wollte den halt hinterherfahren mit dem Fahrrad und dann hat er auf mich abgesehen und hat mich völlig gejagt und mich hier über dem Haufen gefahren. Wer ist denn der Typ? Kennt ihr den nicht? Nein, das weiß ich nicht, wer das war. Wo sind die jetzt hin? Er ist total bekloppt. Ich weiß nicht, irgendwo nach da hinten oder so. Da müssen wir gleich noch mal gucken. Da schreit jemand. Sind die da hinten raus? Ja, irgendwo da. Ich hab's nicht mehr mitbekommen. Der Krankenwagen ist auf dem Weg. Ne? Der Typ ist wohl. Der hat wohl. Der. Was ist da los? Warum runter? Ey, da hängt einer. Polizei! Lass ihn ab! Bleib stehen, Junge, bleib stehen! Also mir selbst ist es tatsächlich noch nicht passiert, dass hier ein Täter, der zu allem bereit war, eine Person, eine männliche Person, 6 Meter in einen Baum hängt und hängt die am Seil fest. Also es ist mir in meiner langen Polizeilaufbahn auch noch nicht zu Augen gekommen. Und wer ist er denn? Er wollte doch die Verantwortung übernehmen. Schulter. Was ist denn mit ihm? Ich weiß nicht, warum er einfach Er ist Ihr Bruder, oder was? Genau. Und was ist mit ihm? Wir hatten mal einen One-Night-Stand und jemand... Mit ihm? Genau. Und mein Bruder ist vollkommen wahnsinnig geworden. Halt die Fresse, wenn du deine Beine breit machst für irgendeinen Assi, Alter! Hey, Junge, das ist deine Schwester, Junge. Ja, meine Schwester. Erst willst du dich für die einsetzen, jetzt tust du beleidigen, Junge. Sie war mal meine Schwester. Guck dir doch mal an, mit denen halbschwenkligen, Alter, oder was das immer. Krieg nicht mal sein. Haben Sie kann ich mal Verantwortung übernehmen? Siehst du, die ist schwanger, Mann! Ich doch einfach mal. Ja, das ist auch nichts. Was? Der RTW ist da. Die Kommissare ermitteln, dass der Täter heute erfahren hatte, wo der One-Night-Stand stattfand. Kurzerhand überfiel er die Wirtin des Hotels, um die Adresse des Kindsvaters herauszubekommen. Diesen wollte er zwingen, Verantwortung für das Baby zu übernehmen. Die sind die Schwester von ihm, ne? Die Martina, richtig. Genau. Das ist mein Bruder Sven. Sven. Das Ganze ist jetzt ein bisschen viel für mich. Und er ist Ihr Freund, der am Baum gebunden wurde? Nein, ich kenne ihn nur als Chassis. Wir hatten vor ein paar Monaten einen One-Night-Stand und uns da nur kurz kennengelernt. Sind Sie schwanger von ihm, oder was? Genau, und mein Bruder hat das dann erfahren, rausbekommen. Und dann hat er die Aktion hier gestartet. Und wo ist das? Wo hat das stattgefunden? Dieser One-Night-Stand, war der zufällig in diesem Hotel? Normal, passt schon, aber. Ja. Warum so viel wissen wir jetzt auch nicht mehr von der Nacht. Waren viele Cocktails im Spiel. Auf wegen der Liste, genau. Okay. Und Sie waren auch im Hotel? Ja, wir hatten uns das Zimmer gemietet. Wir hatten unseren Spaß eine Nacht und dann sind wir wieder abgehauen. Wir haben verhütet alles, also von mir kannst du nicht schwanger sein. Danach war aber keiner mehr da, deswegen bist du der Einzige. Der Täter erhält eine Freiheitsstrafe.
Die Schwangere bringt wenige Monate später ein gesundes Mädchen zur Welt. Sie kann ihrem One-Night-Stand die Vaterschaft nachweisen und wird von ihm finanziell unterstützt. Die Mutter und der Bruder der Melderin erholen sich vollständig von ihren Verletzungen.